So, und wir sind wieder zurück in einer neuen Folge, ja, Let's Play Game of Thrones. Und ich musste kurz was trinken, tut mir leid. Wir sollen jetzt hier mit den verschiedenen Leuten sprechen. Nachdem wir ja am letzten Mal Jenna davor gerettet haben. Ja, oder und auch uns selbst davor gerettet haben, getötet zu werden. Sprechen wir erstmal mit Jenna Graustein, die schwanger ist und wie wir inzwischen wissen, von den Targaryens abstammt und ein, so wie ich die Lage, zumindest wie ich die Lage einschätze, ein Kind von König Robert Baratheon hat oder bekommen wird. Puh, wo ich mir denke. Erbe vom neuen Königshaus und sie ist vom alten Königshaus. Dass sie übrigens von den Targaryen abstammt, kann man recht gut an dem weiß-silbernen Haar sehen. Keine Sorge. Es ist nur, als die Soldaten anfingen, die Türen aufzubrechen, hatte ich Angst um das Leben meines Kindes. Es gab keinen Ausweg und die Schmerzen wurden immer schlimmer. Ich dachte, das sei wegen des Babys. Ich habe versucht, ganz ruhig zu bleiben. Aber als es still wurde, musste ich so schnell wie möglich zu dir kommen. Aber jetzt ist es ja vorbei. Und mir geht es schon ein bisschen besser. Wirklich. Schön zu hören. Morse, es gibt ja einige Dinge, die du über mich wissen solltest. Aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Dann lass mich dich fragen. Gut. Ja. Ihr Haar glänzt silbern. Jenna, dein silbernes Haar. Du bist eine Targaryen, oder? Ja, mein Vater war Aerys der Zweite, der irre König. Du bist die Tochter des ehemaligen Königs. Das erklärt einiges und wird die Sache in Zukunft nicht leichter machen. Daran bin ich gewöhnt. Ich habe schon immer ein schwieriges Leben geführt, Morse. Das kann ich mir vorstellen. Ich kann mich noch an den Tag erinnern, an dem ich zur Mauer aufbrach. Robert Baratheon veranlasste eine große Säuberungsaktion gegen alle, die das Blut des Drachen in sich trugen. Trotz allem habe ich Robert nie die Schuld gegeben. Die Targaryen und Aerys der Irre waren ganz besonders hinterhältige und grausame Menschen. Als meine Mutter am Hofe diente, hat dieser Verrückte sie vergewaltigt und entstellt. Ich verbrachte meine gesamte Kindheit mit meiner Mutter auf der Flucht. Anfangs dachte ich noch, das sei ein Spiel. Das war, bevor meine Mutter mich über meine Abstammung in Kenntnis setzte. Seitdem wollte ich mit diesen Leuten nichts mehr zu tun haben. Mein Kind wird niemals das Haar dieser verfluchten Blutlinie tragen, sondern die Mutter sei meine Zeugin, das rabenschwarze Haar seines Vaters. Rabenschwarz? Willst du damit sagen, dass König Robert der Vater deines Kindes ist? Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Darum hat Jon Arryn mir wahrscheinlich seinen Schutz angeboten. Das ist auch der Grund dafür, dass ich in den Norden reiste. Ich dachte, dort wäre ich sicher. Der König, weiß er, dass du ein Kind in dir trägst? Das bezweifle ich. Für solche Dinge interessiert er sich nicht. Du hättest mir das alles schon bei unserer Abreise erzählen sollen. Tut mir leid, Morse. Wenn ich gewusst hätte, wer du wirklich bist, hätte ich dir das schon lange erzählt. Jetzt verstehe ich, warum du deine Identität nicht preisgeben wolltest, als wir dich gefunden haben. Ja, das ist mir während des Reisens zur Gewohnheit geworden. Ich muss eine Kapuze tragen, um mein Haar zu verbergen, weil es sonst zu viel Aufmerksamkeit erregt. Du solltest wissen, dass auch ich einige Geheimnisse habe, die mich zu einem Ausgestoßenen machen könnten. Meinst du deinen Ungehorsam gegenüber deinem Lehnsherrn? Nein. An der Mauer lassen wir unsere Vergangenheit hinter uns. Nur der Lord Kommandant kennt meine. Es ist nur so, dass ich eine wilde Seite habe, wegen der mir die Menschen misstrauen. Dabei wissen sie so wenig darüber. Es stimmt schon, dass etwas mehr edles Benehmen dir gut zu Gesicht stehen würde. Das will ich nicht abstreiten. Ja, damit hat sich das gerade einmal bestätigt. Sie stammt von den Targaryen ab und trägt das Kind des Königs in sich. Das ist. Ja, Anspruch auf den Thron ist da gleich mal doppelt da. Alter, scheiße. Unser tapferer schwarzer Bruder. Sagt mir, Sir Westford,
So wie ihr kämpft, ist euch der Krieg offensichtlich nicht fremd. Über so etwas würde ich lieber nicht sprechen. Schade. Ich würde gern mehr über euch erfahren. Er ist ein Spion, ich wechsle besser das Thema. Ihr habt davon gesprochen, dass ihr Balars Männer infiltriert habt. Warum sollte euch euer Herr mit einer solchen Aufgabe betrauen? Heikle Aufgaben wie Infiltrierung oder das Sammeln von Informationen überlässt er meistens mir. Aber irgendwie scheint ihr misstrauisch zu sein, Sir Westford. Wir sind auf derselben Seite. Das will ich hoffen. Ihr habt nichts von uns zu befürchten, Sir. Wir sind Verbündete. Verbündete? Das wird sich zeigen. Ich kenne weder euren Herrn noch eure Motive. Euer Misstrauen stimmt mich traurig. Lasst uns euch beweisen, dass wir eures Vertrauens würdig sind. Sobald wir eure Gefährtin geheilt haben, werdet ihr uns nicht mehr misstrauen. Wir werden sehen. So, nun geht's weiter. Mit wem müssen wir jetzt sprechen? Mit Ethan von der Weite. Da seid ihr ja, Sir Westford. Sagt mal, ich frage mich, Andrew erzählte uns, ihr seid ein Mann der Nachtwache. Wenn ihr wirklich ein eingeschworener Bruder seid, wie kann es dann sein, dass wir euch mitten in den Flusslanden finden, in Begleitung einer jungen Frau? Ich sollte es ihm erklären. Ja. Ich bin Anwerber der Nachtwache und es ist meine Aufgabe, diese junge Frau zu beschützen. Hier ist als Beweis das offizielle Dokument. Aha. Ich habe schon von euch gehört, Sir Westford. Ihr habt euch während Roberts Rebellion in vielen Kämpfen ausgezeichnet. Davon konnte ich mich vor kurzem ja sogar selbst überzeugen. Ich kenne eure Geschichte nicht, aber ich glaube kaum, dass die Mauer der richtige Ort für einen Krieger wie euch ist. Um ehrlich zu sein, ziehe ich den Schatten der Mauer all den Intrigen im Süden vor. Weise gesprochen. Machtspiele interessieren mich auch nicht. Ich bin zufrieden damit, meinem Herrn ehrenvoll zu dienen. Und eure Gefährtin? Wie geht es ihr? Es geht ihr schon besser. Warum wollt ihr das wissen? Mein Herr bat mich, mich um sie ganz besonders zu kümmern. Ich verstehe. Und warum? Tut mir leid, aber das weiß ich nicht. Sobald ihr meinem Herrn begegnet, könnt ihr ihn fragen, was ihr wollt. Gut. Sagt mir, das werde ich. Gut. Ich muss noch die Wache für das Ende dieser Pause organisieren. Ihr solltet euch auch ein wenig ausruhen. Was kann ich sonst noch für euch tun, Sir? Wieso hat er jetzt automatisch was gemacht? Er hat vielleicht nützliche Informationen. Ich möchte euch etwas fragen. Gut. Vielleicht hat er Neuigkeiten aus dem Reich. An der Mauer erhalten wir nur selten Neuigkeiten. Was könnt ihr mir über die derzeitige Lage im Reich berichten? Leider gibt es nicht viel Neues. Wie ihr wisst, hat ein plötzlicher Tod die ehemalige Hand des Königs ereilt. Vor einiger Zeit zog der König gen Norden, um Lord Eddard Stark einen Besuch abzustatten und ihn zur neuen Hand des Königs zu machen. Eine kluge Wahl. Lord Stark ist ein ehrbarer Mann und ein guter Krieger. Ich bin mir sicher, dass er die richtige Entscheidung getroffen hat. Wie auch immer, bei den großen Häusern von Westeros herrscht große Aufregung. Sie hoffen, dass die Karten zu ihren Gunsten neu gemischt werden. Und wie hat der König reagiert? Er scheint mit seinen Gedanken immer woanders zu sein. Ich habe gehört, dass er gerade ein Turnier organisiert. Aber mehr weiß ich nicht. Diese Dinge interessieren mich nicht besonders. Danke. Du interessierst dich für wenige Dinge, habe ich so das Gefühl. Wir sprechen jetzt mit Jenna, um unsere Reise fortzusetzen. Also ich muss ja sagen, ich finde solches silbernes Haar durchaus attraktiv. Tut mir leid, ich bin auch nur ein Mann. Waren doch angeblich in Sicherheit. Nur wenige Menschen wissen, dass es diesen Ort gibt. Das hätte niemals passieren dürfen. Mors, es tut mir wirklich leid. Es ist merkwürdig. Jemand hat sich die Mühe gemacht, sie zu begraben. Und so wie die Grabsteine aussehen, ist das schon lange her. Was sollen wir tun? Ich werde diejenigen finden, die das getan haben. Und sie werden dafür bezahlen. Das schwöre ich. Ich verstehe. Du scheinst wieder etwas nervös zu sein. Bin ich. Ständig starren mich hier alle an. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Wenn das unsere Feinde wären, hätten sie uns schon lange getötet.
Ohne ihre Hilfe wären wir Valars Soldaten wohl nicht entkommen. Trotzdem traue ich ihnen nicht. Ich auch nicht. Ich habe Angst um das Kind. Ich weiß nicht, was passiert, wenn sich nicht bald jemand um mich kümmert. Du kannst ihren Meister aufsuchen. Aber wir sollten unseren Besuch so kurz wie möglich halten. Und dann ruhst du dich noch etwas aus, während ich darüber nachdenke, wohin wir als nächstes gehen. Vielen Dank, Moss. Danke für alles. Ruh dich etwas aus. Der Rest der Reise wird hart. Du hast recht. Du solltest dich auch ausruhen, wenn du kannst. Jetzt geht es nach Burgholz. Ich habe ein weiches Herz für Krüppel und Bastarde und Zerbrochenes. Tyrion Lannister. Ach schön. Jetzt gehen wir auch mit dir nach Burgholz. Ich glaube, wir sind langsam an einem Punkt, an dem sich unsere Geschichten treffen. Oh. Wir sind hier in Burgholz, der Festung des Hauses Harthold. Die Festung wurde direkt am Schwarzwasser errichtet, sodass der Fluss einen natürlichen Bestandteil der Verteidigungsanlage wurde. Lord Halton wartet sicher drinnen in der großen Halle auf uns. Seid tapfer, Milady. Sir Halton wird euch zu beruhigen wissen, da bin ich mir sicher. Wir folgen euch. Ah, das ist also Burgholz. Also, wir waren hier ja schon, aber ich wette, dass da drin jetzt Alistair ist. Könige und Leichen ziehen stets Aufmerksamkeit auf mich. Da war's die wert. Und ein König als Leiche wahrscheinlich noch mehr. Noch kein Alistair Sarwick in Sicht. Ah, endlich. Meine Ehrengäste. Ich bin Arwin Halton, der Herr von Burgholz. Seid willkommen. Lord Halton, danke für eure wertvolle Hilfe. Gern geschehen, Milady. Meine Männer haben mir von euren Umständen berichtet. Ich habe meinen Maester über eure Ankunft informiert. Er wird euch sofort empfangen. Gut. Lass uns zum Maester gehen. Moss, mach dir um mich keine Sorgen. Ab hier komme ich allein zurecht. Ja, ich vertraue ihr mal. Ja, wir wissen ja eigentlich, dass so von der anderen Seite eigentlich das nur positiv ist. Aber natürlich, wie du willst. Marianne, du wirst unserem Gast Gesellschaft leisten. Und danach wirst du dafür sorgen, dass es dem Mädchen an nichts mangelt. Wie ihr wünscht. Folgt mir bitte, Milady. Jetzt könnte es zu einem interessanten Gespräch. Ich habe mehr, um dieses Mädchen zu sorgen. Das ist wahr, aber ich habe dafür gute Gründe, die ich lieber für mich behalten möchte. Ich verstehe. Ich habe gehört, dass ihr bei der Nachtwache seid. Das stimmt. Ein schwarzer Bruder so weit entfernt von der Mauer. Das ist ein seltener Anblick. Der Lord Kommandant hat mich zum Anwerber ernannt, also gehe ich dorthin, wo ich die passenden Leute finde. Ja, ich habe von eurer Ernennung gehört. Ich kenne euch gut, Sir Westford. Was könnte er von mir wissen? Oh, wirklich? Nehmt das bitte nicht persönlich. Ich kann euch versichern, dass ihr von mir nichts zu befürchten habt, Sir. Euer Name ist mir wohl bekannt. Unter allen tapferen Rittern, die in Roberts Rebellion gekämpft haben und mir in Erinnerung blieben, nehmt ihr einen besonderen Platz ein. Einer der beiden Helden aus der Schlacht am Hirschberg. Damals behaupteten einige, dass ihr auf dem Schlachtfeld so viel wert seid wie 10 Männer. Die Zeit verändert auf die Wahrheit. Ein kleiner Bach wird zu einem reißenden Strom. Eine Hütte wird zu einer Burg. Das ist richtig. Aber die Geschichten über euch sind nicht weit von der Wahrheit entfernt, wenn man meinen Männern Glauben schenken will. Ich weiß nicht, worauf ihr hinaus wollt. Nun ja. Entschuldigt bitte die unhöfliche Frage, aber wie kann jemand wie ihr an der Mauer landen? Ich glaube, ich bin jetzt selber neugierig. Während der Plünderung von Königsmund erhielt ich einen direkten Befehl von meinem Lehnsherrn. Ich sollte eine Frau und ihre Kinder umbringen. Ich habe das getan, was ich für gerecht hielt,
damit des Ungehorsams schuldig gemacht. Aber leider hat es nicht für ihre Rettung gereicht. Ah, jetzt verstehe ich. Gestattet mir, euch zu erzählen, was ich von diesen tragischen Vorkommnissen halte. Ich hoffe, ihr versteht meine Neugier als Zeichen meines Respekts. Wir werden sehen. Nun gut. Wenn ich mich recht erinnere, waren die Westfords Vasallen der Lannisters. Euer Lehnsherr kann kein anderer gewesen sein als der skrupellose Tywin Lannister. Aus verlässlichen Quellen weiß ich, dass ihr an die Mauer geschickt wurdet, kurz bevor Robert Baratheon König wurde. Aus Gründen, die ich damals nicht kannte. Aber ich glaube, ich begreife jetzt. Ich wette, dass Tywin euch mit der abscheulichsten Aufgabe betraut hat. Dem Mord an Prinz Rhaegar Targaryens Gemahlin, Elia Martell und ihren Kindern. Vielleicht habt ihr euch wegen eurer Loyalität zu eurem alten König Aerys Targaryen geweigert. Sprecht. Nein, ich hielt nicht viel vom irren König. Aber ganz egal, was ich geschworen hatte, ich könnte niemals eine Frau und ihre Kinder umbringen. Ich war nicht weit von der Wahrheit entfernt. Jedenfalls hatte ich in einem Punkt recht. Ihr seid ein ehrbarer Mann, Sir Westford. Wenn es euch genehm ist, werden wir dies beim Abendessen besprechen, das ich euch zu Ehren habe vorbereiten lassen. Bitte, wohnt mit eurer Gefährtin unserer Mahlzeit bei. Gut. Das werden wir tun, aber nach einem Speichern erst in der nächsten Folge und auch in der nächsten Aufnahme von Let's Play Game of Thrones. Es ist eine ganze Menge passiert. Die Story ist um einiges weitergekommen. Und wir kehren mal zurück zum Hauptmenü. Oh. Es geht beim nächsten Mal so interessant weiter, wie es jetzt aufgehört hat. Man sieht sich. Tschüss.